damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Garden Pause. Ja, es hat sich hier ein bisschen was verändert, wie ihr seht. Der Raum hier ist nicht mehr ganz so nackt. Wir haben jetzt hier eine Garderobe drin stehen. Ich war ganz, ganz, ganz fleißig. Ich werde euch auch noch den Rest gleich zeigen. Und zwar kann man in der Garderobe, ich glaube bis 50 Stück stand da dran, Kleidungsstücke reinmachen. Leider gelten nicht die Skins dafür. Also dafür muss ich mir jetzt noch eine eigene Truhe machen, die ich dann hier in mein Häuschen reinstellen möchte. Weil die Skins, das sind ja so Sachen, die man so nicht wirklich gebraucht. Aber ich finde das schon mal ziemlich geil. Es ist sehr platzsparend, muss ich sagen. Ich habe es hier mal wieder nicht richtig positionieren können. Dazu komme ich gleich draußen auch nochmal. Es kann aber auch sein, dass das so gewollt ist, dass das hier hinten so abschließt und so reingearbeitet ist. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Das ist aber nicht... Oh, war ich gerade schnell. Das ist aber nicht das Einzige, was ich gemacht habe. Weil ihr seht hier im Hintergrund ein noch etwas komisch aussehendes Gebilde. Gebäude, wie auch immer. Ich habe euch ja in der letzten Folge, glaube ich, war es schon gezeigt, dass ich hier angefangen hatte mit den Platten. Das habe ich jetzt auch soweit in der Größe gemacht, wie ich es haben wollte. Kann mir mal jemand sagen, warum hier eine Daisy mitten rein wächst? Das verstehe ich jetzt nicht, aber okay. Ich hoffe, dass ich hier nicht noch Büsche irgendwie wegmachen muss oder so. Ich habe ganz, ganz viele Steine gesammelt in... Nicht in den letzten Folgen, sondern in den Folgen sozusagen dazwischen. Habe ganz viele von diesen Dingern hier hingestellt. Und da können wir jetzt überall Blumen reinsetzen, die wir dann ernten können. Was sehr seltsam ist, ich habe es nicht hinbekommen, das Teil so hinzustellen, dass es nicht fliegt. Also hier in der Ecke, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Falls ihr das Spiel selber spielt, vielleicht habt ihr da ja einen kleinen Tipp für mich. Mir fällt übrigens gerade auf, ich glaube... Nee, ich habe das so gemacht, dass es bündig war. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt wirklich 5x5 war. Aber ich denke mal schon, ich hoffe es. Was halt sehr seltsam ist, wenn man hier neben geht, das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge schon mal kurz gezeigt, dass die halt unten im Boden versunken sind. Ich konnte auch nichts drunter setzen. Also ich habe es ja gedacht, ob man vielleicht Paletten runtersetzen kann. Vielleicht kann man das, indem man sie nochmal neu hinstellt. Das weiß ich nicht, das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Aber so ging es nicht. Ich habe auch eins gekauft, was höher liegt von diesem Untergrund hier. Das funktioniert aber auch nicht, weil das ist dann ja schätzungsweise die Hälfte von diesen Balken ungefähr hoch. Und so hoch wollte ich ja dieses Ding hier gar nicht haben. Ich wollte das ja eigentlich komplett eben auf dem Boden haben. Nur es musste halt natürlich hier vorne auch eben anlegen, dass man hier gut drauf gehen kann. Fehlen natürlich immer noch einige Sachen. Hier unten habe ich jetzt leider keinen Balken mehr drunter bekommen. Ich weiß nicht, ich habe es nicht hinbekommen. Bei allen anderen habe ich immer noch einen zweiten Balken unten runtergestellt, damit es halt schöner aussieht und nicht so, ja, in der Luft hängt. Ich konnte die Dinger nicht drehen. Also das ist hier ein bisschen komisch gemacht, dass man die nur nach links, rechts drehen kann, aber nicht vor und zurück. Also dass man die so hoch kann stellen kann. Das ist schon sehr, sehr schade, weil man da halt so, ja, ganz doof drunter gucken kann. Ich würde hier aber trotzdem gerne noch irgendwas hinmachen. Vielleicht Schrägen oder sowas. Schrägen haben wir auch noch. Ich habe aber bisher noch keine gemacht, deswegen weiß ich nicht, wie das aussehen würde. Müsste ich da mal gucken. Ich habe es auch so gemacht, wie ich das in der letzten Folge... Jetzt komme ich gar nicht mehr hoch hier. Ich bin heute so zappelig, der ist so schnell. Im Vergleich zu sonst. Wie ich das in der letzten Folge schon gesagt hatte, ich wollte hier eine Leiter hinmachen. Eigentlich wollte ich Treppen machen, aber die Leiter sah irgendwie besser aus. Einziges Problem ist nur, ja, dieses Hochkommen halt. Hier oben, das wird noch komplett zugebaut, dass ich hier also ein schönes Dach drüber habe. Na, schön ist relativ. Aber ein Dach drüber habe und dass ich hier oben halt auch noch meine Truhen hinstellen kann. Ich hoffe, dass das besser aussieht als unten. Weil das ist wirklich sehr nervig, wenn man die Sachen nicht vernünftig platzieren kann. Wie ihr von hier oben auch schön sieht, man kann sie auch nicht vernünftig gerade hin platzieren. Es geht immer ein Stückchen nach oben und das ist tierisch nervig. Gerade mit meinem Perfektionismus. Ich will die halt alle in einer Reihe haben mit dem gleichen Abstand voneinander und es geht mir so auf den Sack hier, ehrlich.
Was ich noch gemacht habe, ich habe zusammengespart für diese Werkbank. Das ist eine Storage-Werkbank. Da können wir jetzt alle Sachen mitmachen, wie zum Beispiel hier diesen Kleiderschrank, diese Kleidergarderobe, die übrigens sehr, sehr, sehr viel Holz gekostet hat. Ich glaube, ich habe es gerade so geschafft, wo ich mit einer Runde alles nur mit Holz geerntet habe, also gesammelt habe, gefarmt habe, so, dass ich das machen konnte. Und ja, jetzt müsste ich eigentlich nochmal eine eigene Runde machen, in der ich dann nur noch Holz sammle, um hier diese Chests zu machen. Nee, die will ich nicht machen, fällt mir gerade auf, weil das nämlich auch Kleider sind. Und ich will keine Kleider reintun, ich will normale Skins reintun. Das hier habe ich noch nicht so ganz verstanden. Hier steht Paint Storage, also Storage zum Malen. Crate that can hold 60 Stacks. Also 16 Sachen können da rein, aber ich weiß halt nicht, was. Es kann natürlich sein, dass wir später noch irgendwelche Sachen bekommen, wie Pinseln oder Farbe oder irgendwas. Die könnten wir dann theoretisch da rein machen. Aber ansonsten kann man hier halt nichts so groß mitmachen. Da fehlt mir jetzt noch eine Werkbank. Die werde ich auf jeden Fall auch dann noch hier oben hinstellen. Werde ich aber erst dann bauen, wenn ich zumindest hier zwei... jetzt bin ich fast runtergefallen, hier zwei Teile noch dran habe. Die andere Werkbank hier unten wird auch, ja, da bin ich mir noch nicht so sicher, ob die mit nach oben geht oder ob ich die hier unten lasse, weil mit dieser Werkbank, wie ihr seht, können wir alles andere machen. Und das ist natürlich nicht schlecht, da muss man öfter mal ran, da muss man zwischendurch vielleicht mal ran. Das sind hier übrigens diese Plattformen, die ich meinte, die sind ziemlich hoch. Und fand ich halt auch nicht so schön, dass sie dann das da drunter haben. Also so sieht es dann letztendlich auch aus, wenn es gebaut ist. Und es sieht halt ein bisschen scheiße aus. Ich wollte eigentlich zuerst das da drauf machen, hier links. Aber das könnte man theoretisch machen. Aber da kann man halt da drunter nicht mehr so wirklich laufen, weil das dann oben und unten auch nicht wirklich gepasst hat. Und naja. Ah, wo ich das gerade sehe. Genau, eine Sache habe ich noch, wo ich auch sehr fleißig war. Ich habe endlich, und das, dazu gehört auch hier der Baumstamm, ich habe mir endlich ein Kaninchen-Habitat, sage ich mal, gekauft. Da können insgesamt 6 Kaninchen rein, von der Größe her. Ich weiß natürlich nicht, ob sie sich noch vermehren oder so. Und ja, ich bin echt mal gespannt. Also wir müssen ja eigentlich, wir müssen heute noch was ausliefern, fällt mir gerade ein. Das war in der Stadt, ne, genau. Das war in der Stadt. Aber ich würde als erste Amtshandlung heute, ehrlich gesagt, gerne erstmal mit dem Thorn oben sprechen. Weil, ach so, habe ich jetzt überhaupt die... Doch, die Karotten habe ich dabei. Weil der mir ja gesagt hat, dass er mir beibringen möchte, wie man... Ja, Tiere glaube ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall, wie man Kaninchen zähmt. Und ich denke mal, wenn er mir das einmal beigebracht hat, dass er mir dann wahrscheinlich sagt, ja, auf diese Art und Weise kannst du auch alle anderen Tiere zähmen. Nach dem Motto, du musst nur herausfinden, was sie mögen oder irgendwie sowas. Könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Vielleicht muss man auch immer wieder zu ihm hinlaufen und dann immer wieder neu was lernen zum Zähmen. Ah, sehr gut. Die wachsen ja an den unmöglichsten Stellen, habe ich festgestellt. Ach, das war das Dach vom Haus. Ich dachte gerade schon. So, dann gehen wir mal schnell zu ihm. Hi, Thorn. Over here. Good eye. Caught you before you hopped away. Haha. Also er sagte, es ist toll, dass er mich gefangen hat, bevor ich weghopsen konnte. Now that winter is over, the bunnies have been eating so much. I'm almost hopping out. Okay. Jetzt, wo der Winter vorbei ist. Okay, gut. Winter haben wir noch nicht gehabt, aber ist okay. It's over, the bunnies have been eating. Also die Kaninchen essen viel zu viel und ja, dass er ausflippt, glaube ich, sagt er dann. If you bring me 20 carrots before summer, I can trade you. Ja, super. Also wenn ich ihm 20 Karotten gebe, bevor der Sommer anbricht, wird er mit mir handeln und mir ein Bunny, ein Hasen-Oster-Crate, keine Ahnung was, geben. Ja, jetzt habe ich natürlich nur 15 Karotten. Toll. Und das waren eigentlich auch die Karotten, wo er gesagt hatte, ich kann die behalten und er wird mir dann beibringen, Hasen zu zähmen. Jetzt hat er mich verarscht und ich weiß immer noch nicht, wie man Hasen zähmt.
Und muss ihm jetzt schon wieder neue Karotten bringen. Das finde ich jetzt aber nicht nett, ganz ehrlich. Da hinten ist noch eine Chest, die nehmen wir gleich mit. Da wollte ich gar nicht hin. Aber da gucken wir trotzdem mal kurz, was da drin ist. Oh, sehr schön. Jetzt haben wir natürlich alles voll, das ist ein bisschen doof. Kleiner Geheimtipp, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt in irgendwelchen Folgen vorher schon mal gezeigt habe. Also bestimmt in einer Folge, wo ich das hier gefunden habe. Hier kann man sich... ja, stimmt ja. ja, das möchte ich loswerden, bitte. Nein, Harvest, genau. Okay, hier kann man sich immer Wheat, ja, wie heißt es denn, Weizen holen. Eigentlich, wie, kein Platz, könnt mich mal. Eigentlich könnte man sich jetzt hier natürlich auch wunderbar die Dinger davon mitnehmen, die... Kann ich irgendwas hier lassen? Das ist alles irgendwie doof hier zu lassen. Hat er jetzt gerade was weggeworfen? Nee. Okay, ich weiß. Irgendwie ist jetzt hier alles so schnell. Ich weiß nicht. Normalerweise laufe ich doch gar nicht so mega schnell hier rum. Ich bin jetzt eigentlich auf der Suche. Was bist du denn? Pinkes Schaf. Hi. Okay. Ich habe mein erstes Pferd gesehen. Hallo. Schön. Hallo. Oh, ich will gar nicht weggehen. Ich habe vorher noch gar kein Pferd hier gesehen. Falls ich jetzt Blödsinn... Oh, fuck. Falls ich jetzt Blödsinn rede, tut es mir leid. Ich weiß nicht, wo wir die Daisy hier haben, aber die schmeißen wir gerne mal raus. Ja. Weil die habe ich noch gar nicht gehabt. Purple Cosmos. Das ist ja cool. Die habe ich bisher noch gar nicht gehabt. Ja, ich schätze, ich werde hier wohl nicht so wirklich Karotten finden. Euch habe ich schon mal gesehen, das weiß ich. Was natürlich jetzt doof ist, weil ich jetzt eigentlich gedacht habe, ich könnte jetzt mal kurz die restlichen 4 Karotten noch einsammeln. Die Not Enough Space. Ist das schon voll? Ach, das ist echt schon voll. Oh Gott. Okay. Ich schaue mich hier nochmal so ein bisschen um. Also es wird auch heute keine Farm-Quest und nichts. Sondern eigentlich wollte ich, wie gesagt, mit euch das Zähmen jetzt lernen. Das hat er mir jetzt so ein bisschen versaut. Mit dem ich die Aufgabe jetzt nicht mehr machen kann. Sondern jetzt wieder was Neues bekommen habe. Moment, hier unten ist noch einer. Die habe ich, glaube ich, gar nicht drin, die gelben, ne? Die müssen wir natürlich auch immer nehmen hier. Wieso hast du eigentlich ein Ausrufezeichen? Warte mal. Ah, the habiat you've crafted looks great. Also das ja, Habiat für die Hasen, was ich gemacht habe, sieht großartig aus. Now all you have to do is to feed a bunny once a day for 7 days in a row. Immer das Gleiche? If you miss a day, the taming bar will go back one day. Ah, scheiße. Also, um das jetzt zu zähmen, muss ich jeden Tag, ja, wahrscheinlich den gleichen Hasen füttern. Einmal am Tag muss ich ihn immer füttern. Und wenn ich mal irgendwann vergesse, ihn zu füttern, dann geht das wieder, also diese Taming Bar, diese Zutraulichkeits-, also Zähmen-Bar, geht dann immer wieder einen Tag zurück. When the bunny feels comfortable around you, they will follow you back to the new habitat. Also, wenn die sich gut fühlen nach den 7 Tagen, also sprich, wenn man sie 7 Tage gefüttert hat, dann sollten sie mir folgen zu ihrem neuen Zuhause. Here are a few more carrots. So get you started, okay? Also er hat mir noch ein paar Karotten gegeben, obwohl ich ihm ja eigentlich Karotten geben sollte. Remember to feed the bunny every day or you lose tame. Ja, er hat mich nochmal daran erinnert, dass ich jeden Tag eigentlich füttern muss. Ja, das finde ich sehr nett von Thorn. Er hat mir jetzt 7 Stück gegeben. Damit habe ich die restlichen 4 Stück, die ich noch benötigt habe. Und dann können wir direkt die nächste Quest hier machen.
Thank you. Here's your bunny Easter crate. It's not much. Ah, fuck, aber ich habe gar keinen Platz, oder? But maybe you'll get a rare, colorful bunny. Ach, oder soll das heißen, ich habe gerade ein Ei bekommen, aber ich habe keins. Ah, warum habe ich das nicht? Jetzt sag mir bitte nicht, dass es verloren gegangen, weil ich es nicht annehmen konnte. Scheiße. Die Karotten hat er angenommen, der Sack. Ach so, das Ei liegt noch hier. Moment, 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 Moment. Ja, es tut mir leid, da muss ich das wohl rauswerfen. Weil alles andere möchte ich jetzt nicht rauswerfen. Pick-up Bunny Easter Dingsbums. So, ja. Ich weiß jetzt aber nicht, was mir das jetzt bringt. Aber ich denke mal, da das ja bestimmt sehr rar ist auch, dass das auf jeden Fall eine gute Sache ist, wenn ich das jetzt mitnehme. Oh, da ist was, um Karotten zu züchten. Ich werde hier wahnsinnig. Ich muss hier eigentlich nochmal hingehen, wenn ich mich leer gemacht habe. Wie laufe ich hier gerade schief? Kann das sein? Ach so, da bin ich jetzt bei dem? Nee, ich muss in die Richtung. Ich bin heute wieder völlig orientierungslos unterwegs irgendwie. Aber es ist irgendwie in erster Linie, ja gut, Betonung liegt auch in erster Linie nur bei diesem Spiel, weil in zweiter Linie habe ich jetzt heute The Suicide of Rachel Foster beendet. Und da war ich auch teilweise etwas orientierungslos, beziehungsweise, ja, orientierungslos ist falsch gesagt. Ich meine, ich kam nach langer Zeit nochmal zurück in das Spiel. Jetzt bin ich doch irgendwie viel zu weit links, ne? Ich kam nach langer Zeit nochmal zurück in das Spiel, wusste natürlich nicht mal, wo oben und unten war und wo ich rum musste, um dahin zu kommen, wo ich hin wollte. Ja, das sei mir gegönnt, weil ich halt wirklich längere Zeit nicht mehr im Spiel gewesen war. Was halt blöd war, dass ich dann an einer Stelle wirklich hin und her gelaufen bin und überhaupt nicht wusste, was ich jetzt eigentlich machen musste. Was aber nicht mir geschuldet war, muss ich dazu sagen, sondern dem Spiel selber. Weil normalerweise hat man unten stehen, was man als nächstes machen muss. Und das stand halt eben nicht bei mir. Ich hatte keine Karte mehr plötzlich. Meine ganzen Gegenstände waren weg. Weil ich bin, ja. Ich habe gedacht, dass ich überfallen worden bin. Ich sag's mal so, ohne zu spoilern. Und ja. Ach so, das ist übrigens ein Komposthaufen, wenn ihr euch wundert, was das ist. Weil ich das noch gar nicht gesagt hatte vorhin. Ja. Drehst du dich mal? So, also schwarze Hosen, schwarz oder pink? Das ist jetzt die Frage. Dreh dich mal um. Ich sehe jetzt schon aus wie so ein Business-Typ irgendwie. Andererseits, die pinken Hosen sind auch schon ein bisschen krass, muss ich sagen. Ich tue die mal da rein erstmal. So, dann dieses Bunny Easter Crate. Ja, ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt irgendwie bei mir ans Habitat, also in meinen Hasendingsbums hier reinmachen soll. Ich denke mal nicht, aber nee, kann ich auch nicht reinmachen. Ich habe aber keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ich weiß es nicht. Ich müsste auch ganz, ganz dringend eigentlich mal neue Chests craften. Das Problem ist nur, dass ich jetzt nichts gefunden habe, wo man eine große Chest mit craften kann. Komposthaufen. Brunnen. Ja gut, der Brunnen ist wahrscheinlich nur dekorativ, nehme ich mal an. A Fallen Star kann ich herstellen mit einem gefallenen Stern. Wenn ich einen gefallenen Stern und eine Fackel nehmen würde, könnte ich A Light Made from a Fallen Star machen. Kann ich mir das dann hier hinstellen? Das wäre mal cool zu wissen. Ich habe doch irgendwo den Stern drin. Hier nicht. Immer noch das Gleiche. Zeigt er mir auch mal was anderes an? Hallo.
Das sind die. Oder habe ich das hier beim ersten reingemacht? Das kann natürlich auch so. Ne, das ist nicht drin. Aber da kann ich noch Wheat reinmachen. Ach, der hat es deswegen nicht angezeigt. Ah, verstehe. Hier habe ich einen vollen Star. Wenn ich den jetzt nicht teile. Wieso kann ich den nicht mehr teilen? Achso, da muss ich den rüberziehen, um den zu teilen. Ah, okay. Gut. Dann probieren wir das jetzt mal einfach aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt so sein soll, dass ich den dekorativ hinstellen kann. Ich crafte mal einen. Was habe ich denn hier? 7. Building Mode. Ja. Oh, wie geil ist das denn? Den muss ich mir mal... Oh, kann ich den hier nicht mehr hinstellen? Oh, ich hasse es. Wenn man sich bewegt, kann man es nicht mehr hinstellen. Das ist ja cool. Mache ich das denn am besten dahin? Cool. Ich habe meinen eigenen leuchtenden Stern. Wie geil ist das denn? Jetzt mal ohne Scheiß. Da muss ich aber jetzt wirklich mal kurz ein Foto von machen. Das ist so geil. Das ist ja... Okay, ich gehe wieder raus, kein Thema. Aber ich bin gerade so voll fasziniert davon. Das ist ja süß. Da kann man sich quasi überall theoretisch leuchtende Sterne hinstellen. Dann weiß man direkt, wo man ist. Und das ist alles so schön hell leuchten und so. Ich hoffe nur, dass ich den da nicht verwechseln und denke, ah, von meiner Tür ist ein leuchtender Stern runtergekommen. Was hängt denn da oben? Sind das Wolken oder ist das ein Schriftzug da oben? Das sieht so komisch aus. Okay. Deliver to Beltran. Das können wir auch noch eben schnell machen. In der Hoffnung, dass sie da alle keinen Feierabend kennen in der Stadt. Und wir das Ganze nochmal eben da abliefern können. Das sind schon wieder diese Schmetterlinge. Was das mit den Schmetterlingen auf sich hat, weiß ich auch noch nicht so genau. Also ob da irgendwas Besonderes bei ist oder eben nicht. Moment, die kann ich aber auch noch mitnehmen hier. Ich komme eh nicht mehr dazu, heute noch Holz zu holen. Das weiß ich jetzt schon. Beltram war doch, glaube ich, der von der Schmiede, ne? Genau, wir hatten nämlich, besser gesagt, oh, der mit den Blumen hat auch noch eine Aufgabe für mich, so wie es aussieht. Ich hatte nämlich die Aufgabe bekommen, wo ich offline gewesen bin hier. Also offline weitergespielt hatte. Oh, der hat auch noch eine Aufgabe für mich. Eieiei. Ich bin jetzt auch ein bisschen zu weit rumgelaufen, glaube ich, ne? Aha. Der hat auch noch eine Aufgabe für mich. Oh Gott, ich muss heute noch ganz viele Aufgaben annehmen. Und habe jetzt schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Was passiert ist, wo ich offline gespielt habe, habe ich nämlich auch noch ein bisschen Steine gefarmt. Das habe ich ja schon erwähnt. Und dabei habe ich dann entsprechend auch die Quest hier sozusagen beenden können. Also die restlichen... das restliche Silber bekommen können. Thanks, our team has silver access now. We'll get to remove the thorns. It will be cleared in 3 days. Oh, okay. Also er bedankt sich dafür, dass sein Team jetzt Äxte aus Silber hat. Und er wird irgendwann... Ach so, removing the thorns. Das sind bestimmt diese großen Ranken, nehme ich mal an. Da müssen wir mal gucken. Also wenn 3 Tage vorbei sind, da sollen die Ranken... weg sein. Heute ist der 23. Ich schreibe mir das mal eben auf, damit ich auch wirklich darauf achten kann, wenn ich denn schreiben könnte. Ich kann mal wieder nicht mit dem Stift schreiben. Also am 26. September muss ich die Ranken kontrollieren. Eventuell auch am 27., weil er sagt ja in 3 Tagen. Ja, aber es ist trotzdem cool. Viel Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Oh, sieht das Wetter hier aus. Deswegen rausche ich mal eben ab hier zu dem anderen. Mr. Jones. Howdy, neighbor. Have you seen all that wheat that grows out past the waterfalls? Fleisch? Ist wheat nicht Fleisch? Bring me 10 wheat and I'll show you how you can turn that into bird feed. Ach, Quatsch. Ja, wheat. Ach, ich bin doch so blöd. Nee, das ist natürlich... habe ich jetzt aber nicht. Hier habe ich natürlich gerade eben rausgetan. War ja klar. Gemeint ist natürlich... wie nennt sich das jetzt? Ja.
Der Weizen, genau. Der mit dem Weizen. So, lasst mich mal eben euer ganzes Pup einsammeln hier. Ich kann schon wieder keine Eier einsammeln. Was habe ich denn hier? Oh, ist doch nicht wahr. Moment, was habe ich da? Die können wir rausschmeißen. Ja, die finde ich immer wieder. Die Eier finde ich zwar auch immer wieder, aber ich denke, das ist ganz gut, wenn ich davon einige hole. Weil nachher ist das so wie mit dem Pup, ne, mit den Scheißhaufen, dass, na, dass man dann auf einmal ganz viel abgeben muss oder so. Hey, haven't introduced myself yet. I'm, ja, ich kenne dich doch schon. I'm Mooney, I run the best chicken farm in the lands. I'm running low on poop again. Och Gott, okay. Also er möchte jetzt auch nochmal 50 Poop haben. Hat er nicht letztes Mal gesagt, er wollte 20 haben? Da wollte er sich auch schon bald vorstellen irgendwie. I'm starting a huge expansion to take a rising course. Also er will Kühe züchten. But I'm a bit short on materials. Was möchte er denn für Material haben? If you can give me 50 wheat, there's some coin and blueprint in it for you. Okay, Blueprint wäre natürlich cool. Vielleicht können wir sogar von ihm irgendwie Blueprints, also Blaupausen bekommen, um die, die Scheune irgendwie nachzubauen oder sowas, dass wir selber Kühe züchten können. Das wäre natürlich geil. Ist jetzt nur so eine Idee. Falls es das nicht ist, wäre es eine tolle Idee. Ich kann keine Eier mehr aufheben. Ich habe doch nur 4. Ach nee, das ist eine Feder. Okay. Ja, nee, dann lasse ich die mal hier liegen. Das mache ich nicht gerne, aber ich mache es jetzt diesmal. So, okay. Dann renne ich jetzt mal ganz schnell. Ich renne am besten mal eben ganz schnell ein paar Bäume ab. Nee, die kann ich irgendwie nicht abholzen hier. Kann ich euch abholzen? Ich kann euch auch nicht nehmen. Oh, was seid ihr denn für blöde Dinger? Ah. Ah. Zu weit weg. Hilfe. Bleib hier. Rechts ist noch eine Chest. Bleib hier. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe hier mit den Saltos. Oh, ich habe jetzt überhaupt gar keine Zeit, das zu holen. So eine Scheiße. Ach, das ist hier ins Wasser. Ah, okay. Nein, ich habe ja gar keinen Platz. Und gleich zieht er mich weg. Oh nein. Nein, 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 nein. Schmeiß mir von mir aus die pinke Blume raus. Ja, geh weg da. Nimm das an. Ah, so eine Scheiße. Ja, ich weiß, ich werde jetzt gleich zurückgesetzt, in Anführungszeichen. Übrigens, die Hühner braucht man nicht mehr zu füttern, wenn die einmal erwachsen sind. Ja, ein nicht ganz so glorreicher Abschied. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao.